Ja, gut, Leute, die sich da irgendwie gegenseitig in Autos abfacken und so, ich glaube, weiß ich nicht. Also, find ich halt eh dämlich eigentlich, sich so zu verhalten, auf jeden Fall. Ich finde es ganz angenehm von der Lautstärke. Okay, super, danke schön. Ich kann mich leider selber auf den Ohren nicht mehr hören, weil ich ja alles umstellen musste hier. Ich habe das Mehl bereitgestellt. Let's go. Alles klar. Okay, wir starten. Bin gespannt. So, spielen. Ja, die Katze ist süß, ne? Voll das Wimmelbild einfach. Muss ich hier draufklicken? Oh, Charaktererstellung. Charaktererstellung. Hautfarbe. Also ich liebe ja Kalkleiste, ne? Deswegen mache ich mich auch, glaube ich, auch wieder zur Kalkleiste. Das ist schon eher. Ansonsten ist eigentlich alles dabei. Das ist auch cool. Mehr so Kalkleiste. Kalkleiste so. Augenfarbe. Weiß ich nicht. Ich guck mal, welche am schönsten aussieht. Ist ja so braun, grau, grün. Hat nicht so viel Auswahl. Blau. So ganz einfache Farben eigentlich. Aber ich nehme mal grün. Wimpern. Man kann sogar Wimpern einstellen. Das fühle ich sehr. Aber du schaltest sie einfach nur an oder aus, wie es aussieht. Ich mach sie mal an. So. Frisur. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil hier. Guckt euch meine wunderschönen Füße an. Charaktererstellung, wir sehen uns in 3 Stunden wieder, ja. Erstmal hier, ne? Sexy Füße. Die Frisur. Eine fresche Kurzhaarfrisur. Oh, jetzt bin ich schon bei der Haarfarbe. Ups. Warte mal. Wir lassen es erstmal noch rot. Was haben wir hier noch? Blau? Grün. Okay, die Farben sind cool. Jetzt schon. Okay, die Zöpfe liebe ich. Das ist so eine geflochtene Frisur. Dann haben wir noch so Zöpfchen. So ein bisschen Rasterzöpfchen, glaube ich. Dann der Messi-Bun. Aber ich glaube, ich mag die Zöpfe ganz gern. Ich finde die süß. Die liebe ich. Ich glaube, die sind toll. Habe ich die in Calico nicht auch? Solche Zöpfe? Ich glaube schon. So, die Haarfarbe. Oh, weiß auch geil. Wir hätten hier noch so ein zartes Rosa. So ein zartes Rosa. Dann das Grün. Blau. Schwarz. Blond. So, das ist so rötlich rostbrünett. Rot. Ich kann mich nicht entscheiden. Es sind so wenig Farben, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, die finde ich ganz. Ich glaube, ich finde das Rosa ganz süß. Ich glaube, ich mag das Rosa. Ich nehme ständig rote Haare, also ständig so Ginger-Haare, Ginger-Farben, weil ich die geil finde. Aber ich glaube, ich nehme mal was anderes. Der Sache ist, ich dachte, es gibt wirklich einen Wachstum. Habe ich gebaitet. Habe ich gebaitet. So, Outfit. Oh mein Gott, man kann das Outfit. Achso, die Outfitfarbe kann man noch ändern. Okay. Und sexy Rollkragen hier. Finde ich süß. Ich mag diese kurzen Shirts eigentlich ganz gerne, die sie, glaube ich, standardmäßig hat. Finde ich echt ganz süß. So. Hui. So ein bisschen taillefrei. Finde ich cool. So, dann. Ist das zweimal weiß? Nee, okay. Aber man kann die Farbe leider gar nicht ändern vom Oberteil. Ach so, doch, das eine Oberteil hat 3 Farben. Ich finde Rollkragen eigentlich auch cool, muss ich sagen. Okay, so 2 Hosen in ein paar Farben. Dann haben wir noch eine kurze Hose. Ich finde die Latzhose eigentlich ganz süß. Okay, hier, warte mal, sind das andere Hosen hier? Scheinbar. Röckchen gibt's auch. Das ist cool. Die helle Hose und das hell karierte Hemd. Ich guck gleich nochmal. Beim Oberteil bin ich mir noch gerade nicht sicher, aber ich finde die Dings ganz süß. Die Röcke finde ich irgendwie ganz cool. Meinst du die Hose hier? Guck mal. Wir hätten halt diesen Pulli. Meinst du das Hemd? Nee, das ist nicht, das ist so ein Seglerhemd irgendwie. Nom Nom ist auch cool. Let's walk.
Du meinst die helle Latzhose? Okay. Ja, die helle war auch cool, das stimmt schon. Ah, hier sieht man jetzt nochmal durch, ne, auf der Latzhose hat man, durch die Latzhose hat man nicht gesehen, was auf den Shirts noch drauf ist. Hier ist noch so ein Regenbogen, da ist eine Kitty drauf. Das ist cool. Ich finde, das passt auch gut zu den Pastellhaaren eigentlich. Was haben wir hier noch? Ja, das sind die kurzen. So, jetzt müssen wir einmal nochmal hier durchgucken. Die Röcke würden dazu, glaube ich, auch passen. Die Hose ist eigentlich cool. Die helle Hose mag ich eigentlich auch. Irgendwie. Die langen Hosen sind nicht ganz so mein Ding. Ah, die Röcke sind leider schon cute, muss ich sagen, ne? Das ist schon... That's kinda cute, I think. Ah. Okay, ich muss sagen, das ist... Ich kann mir nicht... Okay, entweder die helle Hose oder einen der Röcke. Diesen Rock oder die helle Hose. Ich weiß, die Hose, die killt schon alles ziemlich geil, finde ich. Die ist schon nice. Die ist schon... Schon nice. Ich finde, die passt auch sehr gut in diesen pastelligen... In diese Welt. Ich glaube, das passt sehr gut. Ich glaube, wir lassen das so. So, dann haben wir noch Söckchen, die wir ändern können. Feiere ich sehr, dass wir die Söckchen ändern können. Oh, ich liebe diese Knubbelknie, ne? Ich finde das wunderschön. Ah, man kann nur Knie... Okay. Lange Socken oder kurze Socken? Was meint ihr? Was ist cooler? Ich bin unschlüssig. Ihr müsst entscheiden. Friedi ist mein inneren Monk gerade. Es ist schon wunderschön, Alter. Hast du gut gesehen eben. Hast du gut gesehen mit der Farbkombination. Ich finde das mega. Weil es wird sehr gut zu diesem bunten Umfeld passen, glaube ich. Lange? Knubbelknie. Die sind wunderschön, die Knubbelknie. Ich habe auch Knubbelknie. Alle Knie sind schön. Socken sind nicht... Nee, die müssten eigentlich über die Knie gehen, finde ich. Das müssten richtige Kniestrümpfe sein, finde ich. Eigentlich. Ich finde, es sieht ein bisschen seltsam aus. Ne? Wir haben halt oben so durch die Hose, ist es so, es passt irgendwie nicht so zusammen. Ich muss ehrlich sagen, mich stört die Thigh Gap, ne? Ohne Witz, mich stört gerade ein bisschen die Thigh Gap. Ich finde, das passt nicht. Es passt irgendwie nicht zum Körperbau. Wir lassen sie mal kurz. Moini Sankari. Der Radsport-Weltverband hat eine vorgeschriebene maximale Sockenlänge, die Athleten tragen dürfen. Na gut, vielleicht hat sie ja Glück und kann hier wenigstens eine Runde Fahrrad fahren in der Bäckerei. Wenn wir die kurzen nehmen, dann gehen wir sicher. Rock und lange Strümpfe. Ich glaube, ich habe mich zu sehr in die Hose verliebt, es tut mir leid. Ich feiere diese weiße Latzhose einfach zu sehr. Mit den langen, sehen die Füße ein bisschen aus wie Hufe von einem Pferd. Ja! Ja, ich glaube, das ist auch das, was es komisch macht. Es sind einfach... Sie hat einfach so süße Knubbelfüße. Und dann halt eben diese Socken. Das sieht wirklich aus wie ein Pferd, das Gamaschen trägt. Also sieht nicht aus wie ein Pferd, sondern die Füße wirklich wie so Hufen mit Gamaschen. Das sind ja diese Verkleidungen an den Knöcheln bei Pferden. Ja, über den Hufen. Hose bleibt! So, dann haben wir noch... Aber ich kann keine... Oh, eine Schürze kann ich gar nicht einstellen. Und es gibt noch Hüte. Okay, aber da kann ich noch nichts einstellen. Vielleicht kriegt man das noch. So. Wie nenne ich mich denn? Sollen wir uns Törtchen nennen? Komm, ich nenne mich Törtchen. Lüsü. Lüsü. Zitronella. Müsste sie dann nicht eigentlich blonde Haare haben dann? Nennen Sie mal Törtchen. Ich glaube, das passt gut. Limonella. Limonella ist auch schön. Oh ja, ich nenne sie Limonella. Das finde ich gut. Das passt gut zum Spiel. Limonella. Zitronella klingt wie ein Klostein. Mama, wenn ich groß bin, würde ich gerne mal ein Klostein werden. Aber Limonella... Warum das denn? Ja, das passt zu meinem Namen, haben die Kinder in der Schule immer gesagt. Karl-Heinz. Achim. Alban Achim. Ich glaube, wir nennen sie wirklich Limonella. Ich finde das, glaube ich, süß. Okay. Es ist kein Gamepad-Spiel, soweit ich weiß. Für euch getestet gestern schon.
Aber ich glaube, das hat auch so seinen Sinn. Was soll ich machen? Ich soll mich bewegen mit WASD. Weiß nicht, ob ich das kann. Die linke Shift-Taste und renne in die Küche. Okay. Oh mein Gott, können wir kurz darüber reden, wie süß das hier alles ist? So. Übrigens, das ist ein Indie-Game von einer Entwicklerin. Ich glaube, sie entwickelt das ganz alleine. Eloise Laroche heißt die Dame, die das Spiel entwickelt hat. Die hat auch mehrere solcher süßen Knuddelspiele schon gemacht. Ist eine kanadische Entwicklerin, ich glaube, aus Quebec oder so. Ist vielleicht ganz interessant zu erwähnen. Also ist auch wieder so ein Einzelprojekt. What is this? Was bist du denn? Was bist du denn? Reimt sich auch auf Gebäck. Gebäck reimt sich auf Gebäck, ja. Hi. Drück die Leertaste, um mit dem Geist zu interagieren. Okay, das ist ein Geist. Okay, verstehe. Sie sieht aus wie ein fliegender Cupcake. Ein schwebendes Ei? Ja, ich weiß. Ja, wenn das ist ein offenes Ei? I don't know. Es scheint ein Geist zu sein. Also steht da zumindest im Tutorial. Oh mein Gott. Eek! Freunde, da ist es wieder das Eek! Oh mein Gott, ich bereue es gerade sehr, dass ich das ja noch gar nicht auf dem Soundboard habe. Eek! Ich sterbe. Ich glaube, Fleur kriegt gerade eine allergische Reaktion wegen zu viel Niedlichkeit. Ein Baktopode. Was machst du hier? Mein Laden ist seit Ewigkeiten geschlossen. Aber es war nicht abgeschlossen. Nun, es ist schwer, einen Schlüssel zu benutzen, so als Geist. Oder irgendetwas anderes aus dieser menschlichen Welt. Wirklich. Wie unhöflich von mir. Ich habe dich immer noch nicht begrüßt. Ich habe seit so langer Zeit keinen Kunden mehr gesehen. Ich fange an, meine Manieren zu vergessen. Meine Frau... Meine Frau ist Name Bonbon. What the fuck? Mein Name ist Frau Bonbon. Ich führe diese Bäckerei mein ganzes Leben lang. Aber jetzt ist das Gewächshaus eine Ruine. Die Küche ist ein Durcheinander und der Laden ist leer. Und ich kann nicht einmal Brot backen. Sag mir, wie soll ich ohne Teighände kneten? Was ist denn mit mir? Wie soll ich Teig ohne Hände kneten? Weiß ich nicht. Vielleicht mit dem Kopf. Hat sich schon mal mit dem Kopf versucht. Ah, es tut mir leid. Ich kann mich ein wenig mitreißen lassen, wenn ich über das Backen nachdenke. Ich wünschte nur, ich könnte ein letztes Mal das Aroma meines Lieblingsrezepts riechen. Ein Zitronenkuchen. Aber ich muss zugeben, es ist hoffnungslos. Ich werde nie wieder backen können und meine kleine Bäckerei bleibt für immer geschlossen. Das ist einfach zu süß, ich dreh durch. Wie hat der Kackladen überhaupt jahrelang überlebt ohne teigknetende Hände? Nein, der Laden war ja zu. Der war ja auch zu. Aber wahrscheinlich musste sie keine Miete bezahlen. Schätze ich mal. Ich muss mir Kuchen holen. Ich ärgere mich, dass ich mir gestern keinen Zitronenkuchen beim Einkaufen geholt habe. Ich bin sehr dumm. Wir helfen dir. Wir werden das retten. Wir werden alles retten. Baktopodin, das ist das beste Wort. Was? Du denkst, du könntest einen Zitronenkuchen backen? Aber du denkst, backen ist so einfach? Nein, 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 es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst. Es würde Jahre dauern, mein Zitronenkuchenrezept zu perfektionieren. Scheiße, wir müssen noch die Kategorie ändern, Leute. Mag einer der Mods das bitte mal eben machen? Einmal auf Lemon Cake ändern, bitte. Kommt das Spiel raus oder ist es schon draußen? Das ist schon draußen, findest du unter anderem auch auf Steam. Und ja, müsstest du bei Steam finden. Wahrscheinlich vielleicht auch bei GOG oder Humble Bundle oder so. Gibt's auf jeden Fall bei Steam, ist schon draußen. Ist Donnerstag rausgekommen. Dankeschön fürs Ändern. Sag mir, wie ist dein Name? Limonella. Limonella der Bäckerlehrling. Klingt gut? Vielleicht kannst du etwas backen, wenn ich dir ein paar Tricks beibringe. Aber zuerst lass uns das Chaos in dieser Küche aufräumen. Alles klar. Ich soll einen Besen nehmen. Warte mal, da ist ein Besen. Den nehme ich jetzt. Besen, komm zu mir. Wie nehme ich den? Leertaste? Ah, auch mit Leertaste. Okay, verstehe. So. So, jetzt muss ich sauber machen. Sauber machen. Sauber machen. Ich wünschte, das wäre so einfach, wenn man irgendwelche Teig... Also es sieht aus wie Teigflecke, wie so alte Teigflecken.
bezweifelt, dass man die mit dem Besen einfach so sauber kriegt. Aber gut, ich stelle den Besen wieder zurück, ne? Weil Ordnung ist die halbe Miete. Gibt es das Spiel auch auf dem Handy oder der PS4? Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das Spiel auf dem Handy gibt. PlayStation 4 weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt es noch nicht für Konsolen. Ich weiß es nicht. Sag Frau Braun, dass du die Küche aufgeräumt hast. Hallo? Oh, schau, wie glänzend der Boden jetzt ist. Nun, es ist noch eine Menge Arbeit, um alles zu reparieren, aber zumindest können wir mit dem Backen beginnen. Nun, du bist nur ein Bäckerlehrling. Wir sollten mit etwas Einfachem starten. Ein französisches Baguette. Mach dir keine Sorgen, Limonella. Ich bin sicher, dass du es kannst. Solange du es nicht anbrennen lässt. Oh Gott, dieser Gesichtsausdruck. So cute. Wähle das französische Baguette-Rezept in ihrem aktiven Menü. Also in meinem aktiven Menü meinst du eigentlich? Okay. Nimm eine Packung Mehlsack. Was ist passiert? Achso, da steht das. Ich bin überfordert. Gib deine Zutat in eine Rührschüssel. Ich glaube, das kann ich. Mische die Zutaten, um den französischen Baguette-Teig zu machen. Welche Zutaten? Die hier? So? Habe ich jetzt eine Mischung? Okay, ich habe gemischten Teig. Das ist ein Ofen, den benutze ich jetzt. Jetzt müssen wir noch die Bude abfackeln. Ich meine den Ofen anzünden. Oh, Fire in the hole. Nimm dein Gebäck mit, sobald es fertig ist und lass es nicht verbrennen. Oh. Oh, das kann verbrennen? Oh, oh. Oh, oh. Oh, Limonella, das Baguette sieht toll aus. Natürlich nicht so gut, wie meine früher waren, aber es ist nicht schlecht für deinen ersten Versuch. Ich kann die Glocke läuten hören. Warte, heißt das? Ein Kunde ist gerade in den Laden gegangen. Ich wette, sie haben dein Baguette von der Straße gerochen und konnten nicht widerstehen, hereinzukommen. Ja, mache ich auch immer so. Immer wenn ich draußen auf der Straße bin und lecker Essen rieche, dann klettere ich zu den Leuten in die Wohnung. Mache ich auch immer so. Nun, wir können einen Kunden nicht warten lassen. Du solltest seine Bestellung entgegennehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich hier lang? Oh, hallo. Ich habe Baguette hier. Hier, Baguette. Möchtest du mein Baguette essen? Übrigens, also sie gucken zwar jetzt gerade in die Speisekarte, aber wir haben nur ein Baguette, übrigens. Ich habe sicher noch ein paar alte Steinadlerbrote da, aber die sind dann wahrscheinlich auch so ungefähr 250 Jahre alt. Falls es okay für sie ist. Wo kann ich denn die Bestellung sehen? Hier. Ah, okay, hier unten rechts sehen wir die Bestellung. Okay, verstehe. Links ist das, was wir quasi gerade backen können oder so. Und rechts ist die Bestellung, irgendwie so. Bitteschön. Ballert sich erstmal schön ins Baguette rein. Ja, moin. Viel Spaß. So, wir sagen jetzt mal eben Bescheid, dass wir deine Person sehr glücklich gemacht haben. Hoffe ich zumindest. Großartige Arbeit, Limonella. Du hast dein erstes Gebäck verkauft. Wow. Genau, Brötchen aus 1800. Ja, das ist schon, steht schon unter Denkmalschutz. Gut gemacht, aber entspann dich noch nicht. Du hast noch eine Aufgabe zu erledigen. Räume den Tisch ab, nachdem mein Kunde mit dem Essen fertig ist. Ich weiß, Limonella, ich weiß, niemand spült gerne. Aber wenn du den Tisch nicht abräumst, wird sich kein anderer Kunde setzen wollen und du wirst eine Menge Bestellung verpassen. Worauf wartest du noch? Machen wir es wieder an die Arbeit. Ich fühle mich... Wie ist denn... Also, ich würde ganz gern mit Ihnen mal über die Bezahlung reden, wenn das okay ist. So, also... ich meine, im Grunde arbeite ich ja für Sie, auch wenn Sie quasi eigentlich schon tot sind. Also im Geist sind, meine ich natürlich. Geist heißt ja nicht gleich tot. Aber ich, das, ne, also vielleicht, also wir müssen, muss ja nicht jetzt sein, ne, Frau Bonbon, muss ja nicht jetzt sein, wir können auch später gerne reden, ist okay, ich gehe schon, okay, ich muss jetzt den Tisch abräumen, so, schön sauber machen hier, so, jetzt müssen wir mit ihr reden, ich spreche sie lieber nicht nochmal auf das Gehalt an, sonst wird die bestimmt böse. Der Bakterpode passt perfekt in die Tonne dahinter aus. Brötchen aus 1800 kannst du höchstens noch als Wurfgeschoss verkaufen. so ein Katapult aus alten Brötchen. Manche Leute hätten es verdient.